Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kahua Games Kanal. Und heute sind wir wieder einmal in Adopt Me und ich zeige euch ein paar. Genau genommen drei Hacks heute und auch Tricks, die euch das Leben in Adopt Me vereinfachen oder euch schneller Fortschritt im Spiel bringen. Für Hack Nummer 1 müssen wir ins Haus und dann. So, wir sind drin. Wenn wir jetzt, schaut mal, kaufen wir mal eine Tür. Door. So, da. Und dann wollt ihr jetzt vielleicht ja, wie ich es auch immer will, ich muss den kurz raus da aus dem Haus haben. Es tut mir leid. Sorry. Ich kann nachher kurz mit dir sprechen. Jedenfalls muss man dann hier. Wenn man hier oben bis zur Decke eine Wand haben will, kann man das nicht bauen eigentlich. Außer man macht es eben so mit diesen Blöcken, also Block auf Englisch. Dann gibt es große und kleine und dann nehmt ihr einen kleinen und ja, dann platziert ihr die nebenan. Und mit den Blöcken könnt ihr auch andere Sachen bauen, die bringen auch sehr viel. Die sind sehr wichtig in Adopt Me, um zu bauen. So, dann habt ihr das jetzt so hoch gebaut. Dann nehmt ihr noch einen hier hoch. Moment mal. Ist ein bisschen wenig hoch hier, die Decke. So. Ist ein bisschen tricky gerade. So, und jetzt dann hier oben drauf, genau. Dann könnt ihr euch jetzt einen. Wall, also eine Wand kaufen heißt es, eine Small Half Wall Panel. Und dann könnt ihr diese nämlich einfach so. Ah, hier ist noch der Propeller, machen wir den weg. So, und dann könnt ihr diese Wall nämlich einfach so hier hin platzieren. Funktioniert noch nicht. Ah, jetzt sollte es glaube ich funktionieren, genau. Aber dieses Haus ist. Dieses Haus ist zu klein. Dann müssen wir das anders lösen. Dann machen wir diesen Block hier hin. So. Schaut mal, mit diesen Blöcken kann man echt vieles machen. So, dann nehmt ihr das hier. Dann müsste man eigentlich das hier so hoch. Geben können. Wenn es jetzt nicht funktioniert, wird das ein Fail. Aber eigentlich theoretisch funktioniert es. Hallo. Warte mal. So. Dann mal so hier oben drauf irgendwie. Ja, schaut mal, es hat funktioniert jetzt. Genau. Dann könnt ihr diese Blöcke wieder verkaufen. Und dann habt ihr eine Türe mit einer Wand, die bis an die Decke hochgeht. Das ist sehr nützlich und dann habt ihr keine Löcher einfach so in der Wand. Hack Nummer 2 ist auch ganz cool und nehmen wir dafür mal den Sugar Glider. Nehmen wir mal seine Flügel weg. Take dress up, take everything. Wo ist das? Ah, show my pet. Take everything off. Yes. So. Und dann nehmt ihr einfach ein Bett. Nehmen wir mal dieses hier. Macht es an die Decke. Stop editing. Dann legt ihr hier den Sugar Glider rein. Und dann edit house. Und dann könnt ihr nämlich das. Nein, dann machen wir es nicht so. Nehmen wir es einfach weg. Platzieren ist woanders. Wieder zurück. So, und dann hängt nämlich der Sugar Glider immer noch hier oben einfach so an der Wand. Genau, das ist Hack 2. Für Hack Nummer 3, wenn ihr merkt, es reicht auch nicht mehr in die Schule zu gehen, dann tut das hier weg, damit es um 27 nach 37, 47 oder 57 nach irgendwas nicht mehr draußen ist.
Und dann verschwindet nämlich nur eure Aufgabe und nicht die des Pets. Ihr müsst mal schauen, ich habe jetzt ja das Pet mit der Aufgabe, als die Aufgabe noch da war, in den Rucksack getan. Und jetzt müssen wir kurz warten, bis es 57 wird und es Nacht wird und die Aufgabe zur Schule zu gehen verschwindet. So, sie ist verschwunden und jetzt kommt die Zeltenaufgabe. Es funktioniert auch mit dieser. Und dann, wenn wir jetzt den Rock holen, ist die Schulaufgabe wieder da und wir können sie immer noch machen, die Aufgabe zur Schule zu gehen. So Leute, dann würde ich für heute aber sagen, dann war es das mit dem Video. Es folgen noch weitere Videos mit Adopt Me Hacks. Und dann würde ich jetzt sagen, ciao!